Serpentilio oder einen kleinen geflügelten Balance-Schatten in der Hand? Ich will's gar nicht sehen, Serpentilio, ich will's gar nicht sehen. Ja, nun, während ihr nicht für euch bestimmt reingebeten werdet, könnt ihr noch sehen, wie eine weitere Dukatengardist sich euch wohl anschließt, der wohl an der Reling mit irgendjemandem gesprochen hat und dann eben so eintritt. Verzeiht, ich wollte euch nicht stören, ich möchte nur melden, dass Hakon von Sturmfels, der Konteradmiral, draußen steht, er möchte rein. Gut, dann Serpentilio. Jetzt oder nie, das Ding ist unruhig. Ihr wartet auf eine Nachricht, ja? Ja. Gut, dann notiert erst einmal den Kurs. Sie werden den Kurs brauchen und ich gehe kurz nach... Ich bin kein Seemann, Kapitän. Ja, ich weiß nicht, wie das geht. Ja, sagt Hakon von Sturmfels, ich werde gleich zu ihm stoßen. Ich brauche noch einen Moment. Naja, also was braucht ihr denn? Braucht ihr einen Kurs, den die setzen müssen, oder was braucht ihr? Weiß nicht, kann ich Seefahrt oder so würfeln? Weil Zulamin hat da ja bisher mittlerweile auch ein bisschen was drin. Das und ist hat den Kartentisch gesehen. Das klingt wie Seefahrt oder Kartografie. Kartografie, ja. Oder eine abgeleitete Seefahrt, ja. Ich könnte die unterstützen eventuell mit Seefahrt. Ich könnte mit Seefahrt auch unterstützen, Kartografie habe ich leider auch nicht. Kartografie. Hummelmeier, hast du schon mal was von vielen Köchen gehört? Ja, wir kommen jetzt mit drei Meinungen an, wie die fahren müssen. Also, wenn ihr auf Seefahrt ableitet, das ist eine plus 10 und dafür, dass ihr jetzt aus dieser Kristallkugel den Kurs bestimmt, nochmal eine plus 5. Moment, das ist aus einer Kristallkugel. Kann ich auf Kristallzucht ableiten? Nein. Warte, warum ist es aus der Kristallzucht schwerer? Du hast da jetzt einen Kurs und aus diesem Kurs musst du jetzt die Vektoren bestimmen. So, und da steht ja nicht dran, dass das die Everts-Drehen sind. Okay, das heißt, wir können einfach sagen, sie halten auf Ilderash zu. Was vermutlich so. Wenn du deine Kartografie schaffst, ja. Ja, ich würde mich unterstützen mit plus 10 mal sehen. Was sowieso die viel nützlichere Aussage ist, denn du weißt ja auch nicht, ob die da unten irgendwo Kartografen haben. Naja, da sind irgendwie 1000 Leute, die. Also gut, da sind viele Leute, die es eben auch nicht können, aber. Wenn ihr Hoffnung habt, dann sind da auch ein paar gute Kapitäne und ein paar gute Schiffe dabei. Spezialisierung Kapitän hilft hier aber nicht, oder? Ich würde sagen, doch. Nee, das ist Navigator. Ha! Sehr gut. Und denkt dran, unser... die unser Ableitung Rambund. Ist plus 10 und dann nochmal plus 5 für den Kurs. Also Kartografie plus 5 oder Seefahrt plus 15. Unser Rabenmund war Vogt von den Effertstränen. Möchte ich nur sagen. Könnten wir nicht einfach Krabok dazu holen? Ja, sorry, mehr kann ich nicht leisten. Also ja, ich verstehe nicht, warum du nicht einfach den Navigator holst. Ey, weil Mann, er nicht gesehen hast, gehört. Was du gezeigt hast. Was? Du hast es auf der Karte gezeigt und Krabok hat das nicht gesehen. Yes, so, ich kann das beliebig oft tun. Hey, Mann, ich habe gehört, ihr wollt mich sehen, Mann. Ja, danke, Krabok. Lasst euch von Serpentilio auf der Karte den Kurs der Schiffe von Varmarix zeigen und notiert das so, dass unsere Leute in Janka damit etwas anfangen können. Ja, Mann, Kapitän, Mann. Ja, dann kostet jetzt einen weiteren Astralpunkt, Serpentilio. Ich habe ja so viele davon. Jetzt noch 7. Und dann bekommt ihr einen ordentlichen Abfangkurs, der irgendwo vor Kibrom patrouillierend... in Richtung Tobrien mündet, sodass sie dann da abgefangen werden können. Krabok, bester Mann. Bester Mann. Mann. Okay. Dann, wenn sonst nichts weiter ist, könntet ihr den Konteradmiral hereinholen lassen oder selbst zu ihm gehen. Er wartet weiter ungeduldig draußen vor der Reling. Ja, wenn Serpentilius kleines Schattendings zum Fenster rausgeflattert ist, dann kann er auch hereinkommen. Guten Morgen. Guten Morgen. Warum muss ich aus dem aventurischen Boten erfahren, dass ihr die Admiralin längst bei euch habt? Wo ist sie? Weil wir nicht wussten, ob wir euch trauen konnten. Wir wollten euch kennenlernen, uns ein Bild von euch machen. Habt ihr denn die Admiralin nicht selbst nach mir gefragt? Wir sind alte Freunde. Oh ja, sie hat nach euch gefragt, aber sie war... Nun ja, so vernünftig auf uns zu hören und hat sich erst einmal bedeckt gehalten, da wir ein Attentat auf ihr Leben fürchteten. Aber doch nicht durch mich. Nein, nicht durch euch, das ist wahr.
Dann ist zumindest nicht alle Hoffnung verloren. Wo ist sie jetzt? Auf der Löwenburg. Auf der Löwenburg? Wo sie in Sicherheit ist. Und sie wird sich im Laufe des Tages der Öffentlichkeit zeigen, da bekannt ist, da sie zurückgekehrt ist. Vielleicht möchtet ihr uns begleiten und ihr die frohe Nachricht überbringen? Gerne. Ich habe übrigens die Aranier von der Prinz Amerit ebenso im Hafen gesehen. Die haben doch nicht vorher schon gewusst, dass hier etwas am Argen ist, oder? Nun, das sind meine Leute. Ich habe sie zur Hilfe gerufen. Sie kannte ich, im Gegensatz zu euch. Ach, kommt schon. Eliope von Ratmos, selbstverständlich sind die Zorgane eure Leute, weil ihr in Janka seid, aber ihr bestellt doch nicht einfach nur irgendwie die Admiralin von der Zorganer Flotte ein. Ihr wisst doch genauso gut wie ich, dass es eine gute Freundin von Priadania ist. Warum darf sie es wissen, aber ich nicht? Noch einmal, weil ich Peliope von Ratmos kenne. Und euch kannte ich nicht, bevor ich hier eintraf. Also gut, wann gehen wir zu ihr? Nun, ich würde sagen, wir haben keine Zeit zu verschwenden. Wer möchte uns zur Löwenburg begleiten? Oh ja, also ich würde mitkommen. Ich muss ja noch Schnabel mir abholen. Ja, ich muss auch noch einen Stein abholen. Nun, da es an meinem geruhsam unbekannten Leben vorbei ist, werde ich euch wohl ihr die Gesellschaft leisten, Kapitän. Ja, Serpentino sieht den Konteradmiral sehr misstrauisch an. Weiß ja nie. Ich muss noch etwas auf den Markt besorgen, bevor wir abreisen. Wir treffen uns wieder hier in, sagen wir, ein paar Stunden. Ja. Und, Konteradmiral, natürlich sind wir nicht davon ausgegangen, dass ihr nach dem Leben trachtet. Aber vielleicht habt ihr mitbekommen, dass das Handelshaus Marix zerschlagen wurde. Naja, zumindest den Kanonenschuss habe ich mitbekommen. Und dass jetzt da allerlei Wachen rumlaufen, habe ich ebenso mitbekommen, ja. Nun, war Marix ist ein Verbündeter von Darion Paligan und befindet sich derzeit auf der Flucht. Wir hatten allerdings noch einige Mühe, ihm seine Schandtaten nachzuweisen. Das ist jetzt geschehen. Darum kann die Admiralin nun offen auftreten. Alles klar. So verstanden. Gut, dann brechen wir auf. Dann brechen wir auf. Der Bastard hat doch was vor. Ich möchte den im Auge behalten, weil die Admiralin hat uns doch gesagt, dass er ihr gesagt hat, er hat sie doch in die Falle geführt. Erinnert sich Rafi falsch? Nein, so habe ich den, habe ich den verwechselt? Ich erinnere mich da gar nicht dran, aber so insistent, wie der Typ hier reinkommt, hat er irgendwas im Schilde. Also, es kann sein, dass ich Mist gebaut habe und den jetzt verwechselt habe. Welcher war welcher? Ihr wisst es nicht. Also der eine Jamel, das ist natürlich egal, denn dies hier ist natürlich eine brillante Finte, um ihn zu enttarnen. Alter, will ich mit dem Messer auf die Admiralin stürzen oder so? Der Konteradmiral war ihr Freund und das ist der Hakon von Sturmfels. Und genau. Der Vizeadmiral war der Marix-Jünger. Ehrenbrand von Hardenfels, genau. Das war der aktuelle Vizeadmiral, der sie vertritt. Der saß im Oktagon und der hat Schmiergeld von Marix angenommen. Ja, nee, also dann bin ich schon richtig. Aber. Egal, ich trau dem Typen nicht. Okay. Deswegen kommt der Ventilio jetzt mehr, denn er traut dem Typen nicht. Okay, na dann. Ich meine, ich hab nix, ich hab 7 ASP und einen Nahkampfskill von 4, aber trotzdem. wenn ihr in Richtung der Löwenburg geht, dann könnt ihr aber auch erkennen, dass er sich wohl auf, es ist kein richtiger Stab, aber sein Bein ist ein bisschen steif, das könnt ihr sehen. Er hat da so eine kleine Gehhilfe. Das ist also nicht richtig wetterfühlig, sondern sein rechtes Bein kann er wohl nicht richtig gut benutzen. Während er dann gemeinsam mit euch in Richtung der Löwenburg geht. Gut. Dann wollen alle mitkommen. Schnabelmir mit Boltax. Wollte Abelmir mitkommen? Ich wollte wie auch zum Markt noch gehen. Zum Markt. Dann fangen wir da an. Was möchtest du da kaufen? Zuerst einmal grün-schwarzes Glas in ausreichender Menge. Ich denke so 1-2 Steine sollten ausreichen. Es muss wieder keine Glasflaschen sein. Es kann auch zerbrochenes Glas sein. Ja. Ja, nur das Rohmaterial, Glas, grün-schwarz am besten. Ich stelle mir gerade vor, wie er vor der Kneipe sitzt und Glasscherben von den Pflastersteinen abgibt. Nein, das kann man bei entsprechenden Handwerkern besorgen, bei Glasbläsern etc. Ja. Da gibt es entsprechende Möglichkeiten. Des Weiteren würde ich mir noch 2 Steine Meteoreisen besorgen
und mich danach aufmachen zu einem vermutlich edelsten Händler, was ich in den EWEs bekommen. Und zwar Gwent Petrischer. Nicht allzu große, sondern eher kleine Steine, aber in großer Menge halt, wie dass ich so auch etwa einen Stein zusammenbekomme. Also zu groß dürfen sie ja sowieso nicht sein, weil dann müssten sie auch Händler abgeben an den Alpha-Tempel. Reichen ganz klein, ich will die klein malen, insofern das ist egal. Okay. Meteoreisen, da müsstest du mir mal eine Probe auf, ich glaube, Handeln würfeln. Ja, habe ich nicht. Ob du das, dann Gassen? Ja, Gassenwissen dann. Weil Meteoreisen bei einem normalen Händler ist schon schwierig. Ja, bei entsprechenden bei Edelhandwerkern eventuell mir sowas vorstellen. Ja, plus 9 hätte ich geschafft. Plus 9? Da kriegst du einen Krümel, aber nicht mehr. Na gut, dann muss ich mir halt entsprechend in Kuntium vielleicht was besorgen. Ja, also in Kuntium kannst du schon davon ausgehen, dass da mehr dabei sein wird. Dann würde ich wahrscheinlich eine ganze Weile brauchen, um die ganzen Sachen zusammenzusuchen und dann wahrscheinlich zurück zum Schiff gehen. Okay, gut. Derweil die anderen auf der Löwenburg. Der Konteradmiral wird auch ganz normal über die große Mauer gehen, ohne dass da irgendwas auffällig weiter an ihm ist. Er humpelt halt weiter und so könntet ihr dann in Richtung des Löwenkellers gehen. Sucht da kurz, werdet da allerdings Praia Dania nicht finden, sondern die wird dann irgendwo im Inneren der Löwenburg stehen, in der Nähe vom Harnschmacher und da dem Turnierplatz, wo ihr selber vor ein paar Tagen gekämpft habt. Wird sie dann zusehen, wie ein paar andere Rondrianer kämpfen. Neben ihr könnt ihr sehen, wie dort Pelioppe von Ratmos steht. Machen da wohl irgendwelche Späße und auch Latvenia von Zarstrand steht dort und scheinen sich da wohl gerade zu unterhalten und gut zu verstehen. Meine Damen? Oh, Zulamin. Ausgezeichnet, ihr habt den aventurischen Boten manipuliert. Ein ganz großartiger Artikel. Ich habe ihn gerade gelesen und ich bin hocherfreut. Das habt ihr euch ganz vorzüglich ausgedacht. Nun, ihr solltet das vielleicht nicht so laut sagen, wenn ihr davon profitieren wollt. Nun, sowohl Pelioppe als auch Latvenia sind vertrauenswürdig. Ja, und hier bringe ich auch noch den Konteradmiral, der ein wenig beleidigt war, dass wir ihn nicht eher informiert haben. Hakon, schön euch zu sehen. Ja, lass dich drücken, mein Lieber. Und damit schließt sie ihn tatsächlich in den Arm. Der andere, der ihr ja verblieben ist, ist da jetzt wohl... sie hat da so einen kleinen Eisenaufsatz drauf. Das reicht noch nicht für eine richtige Prothese, aber zumindest ist dann der Stumpf abgedeckt. Praia Dania, schön, euch zu sehen. Ich hätte fast die Admiral Vikos bemannt und wäre nach Hulat gesegelt, wenn ich denn gewusst hätte, wo du bist. Nun, die Helden haben es ja nun geschafft. Nicht wahr? Admiralin, wir bringen gute Nachrichten. Das Haus Marix ist zerschlagen. War Marix, Hyvilla Marix und Juror Marix befinden sich auf der Flucht. Und nun ja, die Zeit ist reif, dass ihr das euch zustehende Amt wieder einnimmt. Die Nachricht von eurer Rückkehr verbreitet sich bereits in der ganzen Stadt. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Ich bin sehr froh, dass ich wieder ins Oktagon zurückkehren werde und mit den nun möglichen Mitteln werden wir sicherlich sehr bald eine schlagkräftige Flottille wieder zusammen haben. Nun, wir planen eine große Versammlung der Verbündeten in Janka und es wäre uns eine Ehre, wenn ihr als Oberhaupt der Perlenmeerflotte dabei wäret. Selbstverständlich. Wir werden mit der Admiral Vikos von Hakon hier. Du wirst sie uns sicherlich zur Verfügung stellen, nicht wahr? Selbstverständlich. Nun, dann werden wir mit der Admiral Vikos aufbrechen. Und Latvenia, du nimmst die Belemann. Und Pelioppe, du nimmst dann deine Prinz Amarit, ja? Ihr begleitet uns? Selbstverständlich. 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 Gut, außerdem hoffen wir, die Flüchtigen noch einholen zu können, aber die Chancen sind wohl eher gering. Aber nun ja, nichtsdestotrotz wollen wir rasch aufbrechen und vielleicht doch noch eine Chance haben. Vielleicht sind die Winde uns gewogen. Ausgezeichnet. Ja, wenn es sonst nichts weiter gibt, ich werde dem aventurischen Boten noch ein kleines Interview geben und dann können wir so bald wie möglich in Richtung Janka, sagtet ihr, aufbrechen.
Ja, wir treffen uns dort und wir werden nun aufbrechen und versuchen, die Marix das einzuholen. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Ich habe gehört, dass der jankanische Hafen unter eurer Führung doch kein Schandloch mehr ist. Nun, wir tun unser Möglichstes, aber unsere finanziellen Mittel sind begrenzt. Aber das kennt ihr ja selbst. Das kenne ich selbst. Da können wir euch auch nicht unterstützen. Also gut, dann wir sehen uns auf bald in Janka. Alles Gute, Admiralin. Euch auch. Naja, wir müssen auf dem Rückweg noch mal einen Stein abholen. Wenn ihr mitkommen wollt, müsst ihr nicht. Ach, ich glaube, für Schnabelmir wird dieser Ausritt ganz angenehm. Und jetzt, wo er sein neues Zeug hat, na, mal prachtvoll. Ach ja, der Stein. Voltax, vor dir stehen so zwei, drei junge Knappen, die sich nicht ganz trauen, kniffen sich da wohl irgendwie mit dem Ellenbogen gegenseitig in die Seiten und dann kommt da wohl einer auf dich zu. Entschuldigung, Entschuldigung, seid ihr Voltax? Ja, da bin ich. Könnt ihr mir diese Karte unterschreiben? Oh, ja, selbstverständlich. Ich bin Rondrasil. Ja, Rondrasil. Und wie heißt dein Freund da hinten? Rondrabrand. Rondrabrand. Der traut sich wohl nicht, oder? Nee. Ihr seid Voltax. Ihr seid wirklich Voltax. Was macht ihr in Perikum? Oh, Heldentaten. Aber ich darf nicht zu viel verraten. Wir werden bald einen weiteren Heptarchen stürzen. Eine geheime Mission. Oh, das ist ja spannend. Dann werden die Karten noch mehr wert sein. Also für Rondrasil und für Rondrabrand. Und ich habe hier den aventurischen Boten von heute. Könnt ihr den auch unterschreiben? Ja, selbstverständlich. Ich meine, ich kenne die Geschichten von euch sowieso schon, aber eine ganze Seite hat er euch gewidmet. Ja, das kann vorkommen. Das kann vorkommen. Ich habe auch noch ein Heftchen, Voltax Höllenfahrt. Da habe ich eine arme Seele aus den Niederhöllen gerettet. Das ist die Geschichte von Avianda, oder? So, euer Schiff heißt so. Ja, das weiß ich schon. Könnt ihr mir gerne geben. Ja, bitte. Und gut drauf aufpassen. Ja, ich werde es unter meinen Kopfkissen tun. Eine wahre Heldengeschichte, kann ich nur sagen. So, aber jetzt muss ich auch weiter. Oh, mein großer Freund, der Rafim hier, der muss noch einen Stein abholen. Ja. Sulamin hat sich dabei noch kurz von Bibanel verabschiedet, wenn das ohne großen Aufwand möglich ist. Das ist ohne weiteres möglich. Gut, dann wird er noch dafür gedankt, dass er sich um die Admiralin gekümmert hat. Auf dann. Ich wünsche euch für die nächsten Vorhaben viel Erfolg. Vielen Dank. Und mit euch. Und mit euch. So wie Raya. Und Aves. Und all die anderen. Dann kann Rafim seinen Stein abholen. Was war das für ein Stein? Ich brauche einfach nur einen Stein. Ich möchte an dem Stein eine Technik üben. Also ich möchte einen Stein kaufen. Am besten einen Stein in einer ähnlichen Form wie die Chorsteine, die wir gerade noch... Also die unterhalb der Stadt befinden. Ja, genau. Ich nehme dem Fakt geschuldet, dass der Mann den Stein nie gesehen hat und ich ihn nicht darunter begleiten kann, reicht mir ein Stein in einer ähnlichen Form. Der Stein muss so schwer sein, dass ich ihn aufs Schiff mitnehmen kann. Also ich brauche jetzt keine Statue, sondern irgendwas, was ich am besten einfach auf den Boden stellen kann. Ja, sonst nimmst du Schnabel mir als Transportmittel. Ich würde tatsächlich den Stein selber tragen wollen. Oder so, gut. Wird schwer, dauert lange, aber Abel mir ist ja eh noch lange auf dem Markt, das passt schon. Wunderbar. Gut. Dann könnt ihr, wenn nichts weiteres ist, in Richtung eurer Avianda und dann aufbrechen. Ziele sind gesetzt. Am Abend vielleicht nochmal Angraschmini aussuchen. Okay, dann 11. Zar. Ihr kommt aus der Löwenburg schwer beladen wieder, beziehungsweise vom Markt. Wir haben jetzt die 16. Stunde, es ist immer noch Winter und dementsprechend geht dann auch irgendwann bald die Sonne unter. Während irgendwelche kleinen Schiffsjungen den Schnee vom Deck schippen, kannst du in Richtung der Schiffszimmermänner gehen und mit Angrosch-Minia sprechen. Ah, ich würde das mal anklopfen wahrscheinlich.
Ja, die Tür ist immer offen. Die Tür ist immer offen. Kommt gut. Einfach rein. Ah, gut. Seid ihr beschäftigt gerade? Wir sind immer beschäftigt. Was können wir denn für euch tun? Nun, habt ihr eine Malvorrichtung für Gestein? Eine zum Malen. Malen, ja? Malen mit H. Ja, ja. Da hinten ist eine Mühle, ja. Da könntet ihr, die müsstet ihr dann aber hier machen. Also, wenn ich euch die jetzt hier, das kann ich euch natürlich in eure eigene Kajüte installieren, aber Lahalkash bekommt da dann wieder so eine Wutlinie. Ich schaue einmal, ob es ausreicht. Ich würde mal hingehen und gucken, ob das Malwerk für meinen Zweck ausreichen wird. Ich will halt diese Venpetrylsteine zu feinem Sand zermalen. Ja, also ob sie dann noch effortheilig sind und noch leuchten. Werden wir dann sehen. Das werden wir dann sehen, ja. Aber damit kannst du die auf alle Fälle zermalen. Die sind ja porös. Ja. Frage 1. Warum haben die eine Mühle? Eine Steinmühle? Yes. Die hat Lahalkash irgendwann mal gebaut. Was tut er damit? Steine malen. Sachen klein machen. Aber was für Sachen? Das musst du Lahalkash fragen. Okay. Und zweitens, warum ist das nicht einfach ein Mörser? Mörser und Pistill aus dem Alchemielabor. Ja, sie sind zu hart. Genau, etwas, das dafür da ist. Es ist schwer und er will nicht. Genau. So könnte man es auch behaupten. Schlepp deinen fetten Wanst einfach hier runter. Ja. Ja, also du kannst da so ein kleiner Beutel mit Gwenpetrolstein könntest du da rein tun und durchmühlen. Genau. Das dauert 10 Minuten, wird für unten kannst du dann wieder auffangen durch den gleichen Beutel und hast dann unten Sand. Der ist sehr porös und leuchtet tatsächlich dann auch gar nicht mehr. Das muss nicht unbedingt sein. Gut. Ich würde mal die Mühle putzen, also letzte Staubkrümelchen da zusammen, ein Beutelchen landet und die Mühle wieder sauber und rein zurücklassen. Und dann wieder zurück in mein Zimmer gehen. Du standst ja sowieso im Weg rum, verschwende! Ja. Ich wurde einfach ignoriert. Und während du dann rausgehst, kannst du ihn noch irgendwie grinsen hören, wie er sich dann mit dem anderen Schiffszimmermann unterhält. Endlich benutzt mal jemand meine Mühle, das war der Erste. Höre ich das noch? Das hast du noch gehört. Ja, weil die wertlos ist. Ja, die ist hilfreich. Hey, und sie näher halten. Richtig. Ich finde das auch klar, gut. War klar, dass der Zwerg deine Seite ergreifen würde. Jedenfalls, das ist eine Steinmühle. Du warst nie hier. Gut. Ja, weil ich gutes Werkzeug kenne, wenn ich sehe, und hier gibt's keins. Dann könnt ihr wieder zusammenkommen. Ich hätte mir direkt, nachdem wir abgelegt haben, unsere Eferdi und Habulgard hergeholt und gefragt, ob es irgendwie möglich ist, für guten Wind zu sorgen. Selbstverständlich. Wir können die 12 Winde anrufen, wenn ihr mögt. Ja, ich denke, die Sache rechtfertigt das. Die Schiffe der Marixes werden die Flotte von Darion Paligan verstärken. Und wenn wir sie vorher vernichten können, dann wäre das ein großer Gewinn. Das wohl. Wir können die Winde anrufen. Dafür habt ihr uns mitgenommen. Ich werde mich gleich aufmachen. Der Kurs ist gesetzt. Ja, Karpok weiß Bescheid. Dann gehe ich schon mal und rufe den Belemann an. Vielen Dank. Ja, Karpok weiß Bescheid. Das wohl. Ich hätte euch ja, wie gesagt, gesagt, dass es mit jeder weiteren verstreichenden Minute schwieriger und schwieriger wird. Selbst wenn wir jetzt für Wind sorgen, das wohl. Wir werden das nicht schaffen. Ich hoffe, dass eure Nachricht von Serpentilio Janka erreicht hat und der Kurs von Kapok dann reicht, dass sie abgefangen werden. Nun, wenn wir nicht rechtzeitig kommen, werde ich es sicherlich nicht euch zum Vorwurf machen. Das will ich auch ganz stark hoffen. Unser gut dann. Alle auf Position und Rollen einnehmen und so weiter und so fort. Wir sehen uns dann. Und damit lauft ihr aus.